Ist es besser zu sagen, Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad oder Nabiyina Muhammad? Was ist besser zu sagen? Ich glaube, Hadith kommt Nabiyina Muhammad, deswegen besser das nehmen. Im Hadith kommt auch, dass ich bin Sayyid von allen Makhluk. Das ist sahih, das ist sahih. Aber was sagt man denn? Sollte man Sayyidina Muhammad oder Nabiyina Muhammad? Du hast Text in beiden. Und bei den Sahaba hast du keine Nennung des Propheten außer Rasulullah. Sahaba allgemein sagten immer Rasulullah. Wir haben weder Muhammad gesagt, noch Sayyidina Muhammad, noch Nabiyina Muhammad. Die haben den Namen gar nicht genannt. Und wenn die Nabi genannt haben, haben die Nabi allein genannt. Qala Nabiyukum. Eure Nabi hat gesagt. Und die Ulema stehen da und sagen, Sayyid ist er. Ja? Aber der andere Text sagt, ihr sollt mich nicht als Sayyid nennen. Und dies ist auch sahih. Jetzt stehst du und sagst du, eigentlich Sayyidina Muhammad, du bestätigst, dass er der Herr der Menschheit ist. Herr im Sinne von der Beste, der Absolute, der Fehlerlos. Aber auf der anderen Seite, er selbst sagt, nein, ihr sollt mich nicht Sayyid nennen. Wieso? Denn erzählt er ein anderer Hadith, weil die Christen fingen an, ihre Propheten anzuheben, 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 bis sie Götter geworden sind. Um die Umma zu schützen vor diesem Werdegang, stoppt mich Sayyid zu nennen. Jetzt haben wir ein sogenanntes Isbat, also Bestätigung, dass er sagt, ana Sayyid. Walad Adam, Hadith Sahih. Ja? Und auf der anderen Hand, er selbst, der diese Titel hat, sagt, nennt mich nicht Sayyid, denn. Und das sagt man, Fiqh von Saddu Zara'ir. Türen für die Ummah schließen, wo Eventualitäten da entstehen könnten. Dass die Ummah in Schirk geht. Oder in Lob, 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 bis sie nicht, also vom Prophetentum zu Gottheit. Und das ist doch passiert. Isa ist was bei den Christen? Ist kein Prophet. Kein Christ glaubt, dass Isa Prophet ist. Das heißt, ihre Aussage, dass wir Christen sind, ist annulliert. Weil das ist der Grundpfeiler. Woher weißt du, dass diese Botschaft richtig ist? Oder wer hat dir das gebracht? Wer ist deine? Wenn du sagst, denn dass Isa Gott ist, denn Gott ist der Prophet. Physisch jetzt ist doch passiert. Ma'adallah. Gott ist runtergekommen, hat die Bibel erzählt und ist wieder weggegangen und kommt wieder. Wenn der Bus kommt. Über Da'wah von Christen, dass sie sagen, wir sind Christen, ist eigentlich annulliert, denn die haben keinen Prophet. Dann die Kette ist unterbrochen zwischen Prophetentum von Musa zu Muhammad. Denn Isa gab es nicht als Prophet. Das war Gestalt, wo Gott drinne war. Ja, die Kalam, also guck mal, hat keinen Bock da zu hören.
seine Belied, die Argumente sind nicht mal, wo man jetzt hin, ist egal. Denn ein Grundregel ist und Fiqh sagt, wenn ein Hadith kommt, wo dieser Hadith eine Sache bestätigt oder will in Richtung positiv machen, annehmen, anheben, was auch immer, ne? Aktiv mit dem Hadith werden, und ein anderer Hadith kommt, derselbe Stufe, der eine Hadith ist von Isnad her, sahih, sahih, dann fangen wir an zu vergleichen. Kommen wir nicht mit Andaif gegenüber von sich und sagen, komm, wir müssen vergleichen. Geht nicht. Weil du kannst keinen Boxer, der 60 Kilo wiegt, mit einem 120 Kilo Boxer in einen Ring stellen und sagen, das geht auch. Geht nicht. Selbst wenn beide boxen können. Das geht nicht. Hadith Sahih kann nicht in einer Stufe sitzen oder stehen mit einem Hadith Daif. Geht nicht. Und das, was leider viele Fuqaha diese Grundregel unterlassen haben, in der praktischen Bildung der Urteil über ein Mas'ala. Und das siehst du oftes mal in der Schule der Fuqaha an der Schule von Muhaddisi. Weil der Muhaddis, der mit Fiqh zu tun hat, ist jemand, der für ihn Asanid klar sind. Ja? Und dementsprechend weiß er auch, wie er dieses Text bewertet, bearbeitet. Weil wie du an Sahih rangehst, komplett anders, als wenn du an Daif rangehst. Versteht ihr die Sache, wie das funktioniert? Bei der Grundregel sagt, wenn beide Hadithe zusammen in einer Stufe stehen, und der eine sagt eine Sache mit Ithbat, also bestätigen, machen, erzählen, was auch immer, alles in Richtung positiv. Und kommt ein Nahi, ein Verbot. Nahi ist immer unpraktisch. Nahi ist immer, also Verbot ist immer theoretisch. Der Hukm entsteht aus der Theorie. Versteht ihr, wie das funktioniert? Aus der Theorie entsteht diesen Hukm. Er ist nicht da, bis die Mas'ala anschneidet. Deswegen viele Fuqaha auch damals mochten nicht Fiqh von was wäre wenn. Es gab damals, und das ist jetzt auch in unserer Umma, leider nicht mehr da ist, Plätze, wo Ulama sich gesammelt haben und einfach aus reiner Zeitnutzung, um Zeit nicht zu verschwenden, angefangen, Masail, die nicht da sind, zu erdenken. Was, wenn das passiert? Was, wenn das passiert? Was, wenn das passiert? Ja, diese Schule ist in die Schule in Irak gewesen, Nordirak, ja, und so weiter und so fort. Und aus dieser Schule ist auch die Schule der Ahnaf rausgekommen. Ja, ist aus Bauch von dieser Schule sind die Ahnaf dann auch rausgekommen. Weil Irak allgemein damals war ein Platz, wo Ra'i, wo Logik. Ja, weil Irak war ja auch eine riesen, wie Istanbul in seiner Zeit, wie Medina in ihrer Zeit und so weiter und so fort. Ne? Und da hatten die Leute sehr, sehr viel Wissen. Man sagt, dass als die Tataren in Irak, durch Irak durchmarschiert sind, 2 Millionen Iraker waren Shahid, tot. Inshallah Shahid. Ja? Erinnern an den Mann und den verstorben ist. Ja? Die sagen, die Tataren, der Armee der Tataren, hat die Bibliothek von Irak aufgemacht und so viele Bücher ins Wasser, in Tigris, oder Tigris heißt das? Tigris. So viele Bücher runtergeschmissen, dass das ganze Armee über von einer Seite auf die nächste Seite wandern konnte. So viele Bücher haben die Iraker gehabt in deren Bibliothek. Die sagen, als die Tataren da waren, Tifris war 3 Tage lang rot.
so viel Blut haben die Tataren, subhanallah, Allah Ta'ala hat die Tataren auf Al-Iraq geschickt damals. Wallahi, das ist eine Strafe. Yani, das können wir heute. Wieso? Nicht, weil jetzt hier Leute 2 Millionen. Nein, 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 nein. Weil so viel Wissen wurde die Umma entnommen. Leute, eine Armee der Tataren, wir reden nicht von einer kleinen Armee. Ja? Dass das als Brücke nimmt, die Bücher als Brücke nimmt, wie viele Bücher waren da? Dass die bis nach unten in tieferes Land und übereinander gestapelt werden, dass das über der Überfläche kommt, dass eine Armee vorbeigehen kann. Wie viele Bücher braucht man für so? Heute kann man das errechnen übrigens. Da kann man ungefähr wissen, wie viele Bücher, aber ich sage euch, Millionen von Büchern. Deswegen die Schule in Irak war reichlich an Masail. Masail. Die saßen da und haben einfach nur aus reiner Können. Ne? Wenn intelligente Leute zusammensitzen, ist es eine schöne Sache. Ist richtig schöne Sache. Und wenn du Ulema siehst, wenn die Ulema zusammensitzen in einer Runde, ne, und fangen an Masail zu diskutieren, oh, es ist Jannah. Es ist einfach Jannah. Wieso Leute, die Durchblick haben und Köpfe, die schlau sind und Herz, der Dien trägt. Deswegen sehr, sehr wichtig ist dieses Herz, denn die richtige Aqide hat, damit er blüht. Wenn du in diesem Herz jetzt mit dieser Voraussetzung die falsche Aqida reinspritzt, dann ist es katastrophal. Die Menschen werden blau. Die laufen blau an. Die werden kein Menschen mehr. Die Aqida stimmt nicht. Und jetzt ist er ist intelligent. Katastrophal. Katastrophal. Sehen wir doch heute. Sehen wir doch heute. Wenn nicht der richtige Ertiqad nicht da ist, lassen wir jetzt die Umma an sich. Ja? Wenn auf der Erde nicht der richtige Ertiqad herrscht, und der richtige Ertiqad heißt, dass ein Herr gibt es und ein Jenseits gibt es, ein Doomtag gibt es, Qiyama gibt es, das ist der richtige Ertiqad. Und wenn dieser Ertiqad weg ist, dann kommt ein anderer Aqida rein an der Stelle und ist definitiv so. Wenn das passiert, entstehen Menschen, die nicht so gewollt sind. Problem ist, die haben die Voraussetzung. Katastrophale Ergebnisse. Jede ist eine Gottheit. Stell dir das mal vor. Wenn ein Gott-Idee weggewischt wird, was entsteht? Du brauchst Befehle. Du Mensch tickst nur mit Befehlen, nur mit Bedürfnissen, nur mit Reibungen, mit Erfüllen. Nur, du funktionierst so. Wenn du nicht die richtige Rede drin hast, dann du wirst eben schief funktionieren. Mit dieselben Voraussetzungen, die eigentlich für jeden mitgegeben ist. Du bist gut in einer Sache, ich bin besser in 10 Sachen. Ich bin schlecht in einer Sache, du bist besser in 100 Sachen. So funktioniert es. Keiner ist absolut. Und das ist diese Reibung. Der eine ist ruhig, der eine ist das, der eine ist dies, der eine ist sober, der eine ist was weiß ich, der eine ist. Jeder hat seine Stärke und eine Stelle. Und so funktioniert. Walaula daf'ullah. Walaula daf'ullah innasa ba'allahum biba'. Wenn diese Reibung nicht gibt, es entsteht kein Leben. Lefesselet. Wenn diese Reibung, weil viele Leute immer, warum gibt es Kufr, warum gibt es Schirk, warum gibt es nicht die Leute richtige Aqida, warum sehen die Leute das nicht, warum, 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 warum? Ja. Es ist deswegen, damit dieses Leben entsteht, damit Yom al-Qiyamah gibt es, damit gerichtet wird zwischen den Menschen, damit, 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 damit. Deswegen sagen wir immer, es ist nicht so, Leute,
Viele Leute argumentieren mit dem Hadith, wer die Situation, die Umma ihn nicht interessiert, ist nicht von uns. Ja, wir kennen ja noch alle den Hadith. Okay. Nur das Problem ist, dieser Hadith hat eine Voraussetzung. Und diese Voraussetzungen sind, dass diese Leute, die überschauen, was die Umma angeht, selber korrekt sein müssen. Bei denen muss es so stehen, in Prozess oder abgeschlossen. Versteht ihr das mal? Und das müssen viele Brüder jetzt vergessen. Ihre Sorge um die Umma lässt sie selber vergessen, Sorge um sie selbst. Und das ist nicht von denen. Weil das geht nicht auf. Du bläst von einer Seite, von der anderen Seite ist ein Loch. Die Luft bleibt nicht drin. Kannst keinen Luftballon machen. Versteht ihr, wie das auch zusammenhängt? Über wenn eine Nähe gibt es und eine Bestätigung gibt es, Ulema sagen, yuqaddamu an-nahyu ala al-ithbat. Dann warum? Das kann doch nicht sagen, also die Ulema, ist es nicht so, dass die Ulema sitzen und sagen, ich habe so ein Gefühl. Na, die Ulema sagen nicht, ich habe so ein Gefühl. Die Ulema sagen, ich habe so ein Delim. Das ist Ilm. Nicht Emotion, Leute. Ilm heißt, man wirft uns immer vor, dass wir nicht in Realität. Nein, nein, nein. Ilm hat seine Regeln. Realität hat ihre Regeln. Fakt ist, was in Ilm ist. Wenn die Realität angeglichen passt, dann ist gut. Wenn nicht, Ilm bleibt Ilm. Nicht dehnbar, nicht färbbar, nicht biegbar. Das ist der Stand von Ulama. Ja, die beiden Zusammenhang. Viele Leute verstehen immer diese Hadith ohne die Voraussetzung. Yani, du bist total kaputt als Wesen vor ihre Schöpfer und willst aber dich drum kümmern. Dein Haus ist voll dreckig, aber du gehst zu Abdallah putzen und bei Unur putzen und Suleiman helfen und was weiß ich was machen. Und jetzt hast du Gäste und gehst mit denen rein, hast vergessen, dass du dein Haus nicht aufgeklärt hast. Uff. Wie geht das denn? Wer sagt das denn? Allah tabaraka wa ta'ala sagt, la tukallafu illa nafsik. Der spricht mit der Beauftragte für die ganze seine Das ist seine wo du trittst und ich trete und er tritt und das ist seins. Sein Herr sagt ihn, la tukallafu illa nafsi. Wieso? Weil wenn der eine nicht stimmt, dann stimmt die Gesellschaft nicht. Und jetzt kannst du angleichen, wie viel Zulm und Fassad in unseren Ländern ist und warum das denn so ist. Nicht in den Prozentualen nur, sondern in der Intensität der Fassad. Es ist so verdreckt, dass du brauchst sehr lange, um erstmal diese und dann der Nachdruck, die Nachfarbe auch noch zu wischen. Es dauert lange. Deswegen diese Dauer von Tawhid heute für die Umma ist fremd. Man sagt die Salafie. Die Dauer, die Ur-Dauer, die so simpel, die so einfach ist,
ist für die Muslimin heute unverständlich. Die haben Angst davor. Die voll mit Frieden und voll mit Verstand und voll mit Emotion und voll mit Anerkennung und voll... Heute ist die Muslime, ist sie das fremd. Was ist mit Nicht-Muslime? Ist doch lächerlich, denn. Ist doch jetzt lächerlich. Wenn du dahin deine Ware da anbietest. Man nimmt dir das ja nur in höflicher Weise ab, aber... Jeder weiß, was die Meinung über die Nicht-Muslimin, über die Muslime. Fakt ist, du kannst machen, wie du willst, du kannst auf den Kopf stellen. Aber nur das Bild ist ein Bild und du bist ein Volk, der gerne Schubladen erfüllt. Du gehst in der Schublade und kommst dann nie wieder raus. Wenn es gut, wenn es richtig ist, dann ist es top. Aber wenn es nicht richtig ist, dann ja, ja. Nur im Positiven bist du dabei, aber im Negativen nicht, das gibt es nicht. Ja? In jede Zuckertüte gibt es ein bisschen Salz drin. Und in jede Vollsalz gibt es auch ein Korn Zucker drin. Ja? Nun geht es darum, kannst du schmecken oder nicht schmecken. Darum geht es eben. Was hast du für ihn? Ja? Über dementsprechend, wenn die Regel der Ulama sagen uns, Nahi kommt vor Isbat. Du als Talib musst die Gedanken machen, doch warum nicht Isbat vor Nahi? Yani warum der Ulama sagt, ja, das ist ja alles Ijtihad, da kannst du ja auch überlegen, das ist ja keine Tensil. Usul ist ein Ilm, der durch Männer entstanden ist. Köpfe sitzen miteinander, schlachten und irgendwann ist die Usul da. Und alle sind einig, die nachgekommen sind, gucken das Werk an und sagen, ja, stimmt, können wir weitermachen. Ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen, aber als Grund, ja, wo ist es da, steht. Ja, einverstanden damit. Über das ist dann nicht der Halt Mas'ala. Da kannst du auch sagen, in dem Augenblick sagen, ich hätte vielleicht doch machen, vorgezogen als verbieten. Ja. Aber die haben tatsächlich, alle waren einig. Ich weiß, du willst Abstand von dieser Leute nehmen, aber... Du bist verheiratet, Mann jetzt. Nicht mehr hier. Ja? Über warum Nahi, warum, wenn ein Hadith sagt Nein, und ein Hadith sagt ja, in derselben Sache. Warum zieht man Nein, oder die Ulema sind einig, dass man Nein vorzieht, als zu bestätigen. Sagten, die Antwort ist, weil Osl in alle Sachen ist halal, bis ein Text kommt, der eine Sache verbietet, das ist doch, das ist die Usul so, yani, oder, yani, für Ahl Sunna, ein Muslim ist ein Muslim, bleibt Muslim, bis von ihm eine Sache erscheint, die des Islam widerspricht. Aber Asl in ihm, Islam, Assalam, das ist Asl, deswegen, Husnudran, gut denken von meinem Bruder, ist eine Voraussetzung zu der Beziehung. Weil man sagt, Asl ist, dass ihr beide gut seid. Bis von ihm oder von dir eine Sache passiert, das aus diesem Rahmen rausschmeißt. Über Asl in Sachen ist halal. Wer Nein übertragen hat, Nein heißt immer ein Pluswissen. Wieso Pluswissen? Weil wir haben ja eben gesagt, aus Grundregel in allen Sachen ist Halal. Bis, yani alle Fleisch ist Halal. Bis was? Text von Kitab oder Sunna kommt, der dir sagt, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Aber bleibt alles andere Halal außer die 4 oder die 5 oder die 7 oder die 8 bei manchen Abholen. Ja.
Weil Asl Hille ist, dann bist du auf dem Nullstand. Alles, was das Ursprung aus dieser Stufe anhebt, heißt Zusatz. Und Zusatz heißt, du hast mehr Wissen, warum du das verbietest. In manchen Ahadithen wird diese mehr Wissen preisgegeben. Und in manchen Ahadithen wird nicht überliefert. Denn gibt es denn ein Ilm, heißt Ilm von Ta'lil. Ta'lil ist so viel wie der Grund suchen, warum Sachen so funktionieren, wie die so funktionieren. Oder warum das so erwähnt ist, oder das gewollt ist, oder das verboten worden ist, oder. Weil die Illa ist nicht klar in dem Hadith. Da ist ein Ijtihad-Mas'al. Wieso machen die diese Ijtihad? Damit man am Ende der Urteil, der rauskommt, wird sich entweder zwischen Wajib, Mustahab, Mandub, Makruh, Haram. Der Urteil wird eine Sache sein von einem von diesen fünf Stufen. Ich muss wissen, warum das so ist, damit ich nicht daneben liege. Ja, dass eine Sache haram ist und ich sage, es ist munkar. Oder makruh. Oder andersrum. Sache, die makruh ist, nur ich stufe sie in haram. Versteht ihr, wie das funktioniert? Aber dieser Ilm ist auch wieder ein Ilm, der nun dein Umma ist. Es gibt keine Umma, die so ein Ilm hat. Nur die Muslimin haben so ein Ilm. Ja? Köpfe, Reden und so weiter. Über Nein wird immer vorgezogen, weil es ein Zusatz-Ilm dazu ist. Manchmal ist es erwähnt, manchmal ist es nicht erwähnt. Bei dieser Hadith, was wir jetzt gerade haben, Sayyid, aber nennt mich nicht Sayyid, in dem anderen Hadith wurde ja erklärt, weil man wollte die Tür zumachen, damit die Umma nicht in Schirk geht. Höhen, bis ihr Prophet ein Gott wird. Und weg mit Prophetentum, es gibt nur Gottheit. Das ist die Hille. Wer gesagt hat, macht nicht Sayyid, hat einen Punkt mehr. Muwafaqatan lis-Sharia. Er ist ein Punkt dichter an die Scharia als der andere. Wir sagen nicht, dass Sayyidina Muhammad falsch ist. Das sagen wir ja nicht. Aber wir sagen, was ist Aula? Nabiyuna Muhammad oder Rasulullah oder Rasuluna Muhammad zu sagen oder Sayyidina. Denn Sayyidina ist ein Bezug auf ihn selbst. Rasuluna ist ein Bezug auf ihn, dich und die ganze Umma. Weil nicht jeder Nummer ist Sayyid. Oder? Ich habe euch natürlich jetzt hier mitgenommen, schon wieder so ein Usul. Das ist was für die Usulien hier. Suleiman gefällt diese Sprüche und Strukturen und die Jungs schreiben hier so fleißig mit. Nicht unser Thema, aber letzten Endes, Jungs. Das wichtigste Punkt in diesem Vorwort, was wir. Haben wir das auf Band? Läuft das Ding? Ja, das läuft, ja. Sehr gut. Dieses Teil kann hochgeladen werden vorne. Was wir jetzt bis jetzt gesprochen haben. Das ist wichtig. Das vorne Team. Im Sinne von was? Im Sinne von. Startseite. Usul, ja. Das, was wir jetzt hier gerade. Was ist der Manhaj oder was? Weg. Das hier reinsetzen, weil das ist hat viel Konsens für die Umme. Wer das versteht, wie das funktioniert, ist wichtig, denke ich. Allah. Für eine Weile, dann kann ich auch weiter. Aber letzten Endes, das Wichtigste in dieser Vorwort, Leute, ist, dass die Aqida, die in dem Herzen geladen wird, hat später einen Einfluss
auf die Wesen, die von dieser Aqida versorgt werden. Denn wenn du siehst, in Hiraf, Hiraf ist Abweichung, in Suluk von einem Muslim, ob das Individuum ist oder Kollektiv ist, wisse, dass diese Inhiraf, diese Abweichung, hat sehr viel mit seinem I'tiqad zu tun. Es ist wichtig, Leute sagen immer, ich sage immer Aqida, 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 hier, خلاص, wollen wir nicht mehr hören, Aqida. Leute, ihr werdet immer wieder mit Aqida konfrontiert, denn das ist eure, das ist die Nahrung für die Seele. Ich kann das nicht lassen. Ich kann das nicht lassen. Das ist, deine Seele braucht das. Damit du tickst, damit du richtig funktionierst. Kleinste Inhiraf in der Aqida, was du bekommst, bringt deine Glieder komplett woanders hin. Ja? Und spätestens in Akhira, in Jahannam. Dann warum? Wir sprechen immer wieder über Aqida, immer über Aqida, weil, Leute, das ist eine wichtige Thema. Über Sayyidina Muhammad, über Sayyidina Muhammad oder Nabina Muhammad, ist natürlich besser zu sagen, Nabina Muhammad, Rasuluna Muhammad oder Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, besser zu sagen als Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ist nicht falsch. Ist nicht falsch. Aber das ist nicht Weg der Sahaba oder Salaf al-Salih. Und das sind die besten Generationen. Wenn die besten Generationen das nicht als notwendig gefunden haben zu sagen, und definitiv, die haben mehr Respekt vor Rasulullah als wir. Definitiv. Ja, da brauchen wir nicht zu diskutieren, ob Sahaba mehr Respekt haben oder nicht. Das ist undiskutabel. Das geht nicht. Ja? Aber die haben es nötig gefunden, aber das ist jetzt nicht, da ist kein Obergebot, kannst du nicht überbieten. Weil die waren auf höchsten Level. Bevorzugen den Ala Nabina Muhammad als zu sagen Ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.